Das KZ Auschwitz-Birkenau gilt als größtes und tödlichstes Vernichtungslager des damaligen Deutschen Reiches. Hier wurden schätzungsweise 1,1 Millionen Juden, Sinti und Roma sowie Homosexuelle ermordet. Etwa 900.000 der deportierten Personen wurden direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern getötet. Gründer und Kommandant von Auschwitz-Birkenau war Rudolf Höss, welcher ein integraler Bestandteil des systematisch durchgeführten Holocausts darstellte. Mit dem Befehl der Endlösung beauftragt, konstruierte Höss ein System, in welchem die ankommenden Menschen so effizient wie möglich ermordet werden konnten. Unter Höss' Leitung wurde zum ersten Mal das berüchtigte Gift Zyklon B eingesetzt, um die Vergasungen im industriellen Umfang durchzuführen. In diesem Video geht es um die grausamen Verbrechen von Rudolf Höss und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung dieses Verbrechers. Rudolf Höss wurde am 25. November 1901 als Sohn eines Kaufmanns in der Stadt Baden-Baden geboren. Seine Familie waren strenggläubige Katholiken und sein Vater wollte, dass er ein katholischer Priester wird. Nach dem Ersten Weltkrieg war Rudolf Höss in verschiedenen nationalistischen Gruppierungen aktiv und soll in Anschlägen gegen polnische und französische Besatzungstruppen verwickelt gewesen sein. 1922 war er Zuschauer einer von Adolf Hitler in München abgehaltenen Rede und war begeistert von seinen Ansichten. Höss kappte alle Verbindungen zur Kirche und trat der NSDAP bei, gehörte damit sogar zu den ersten 3000 Anhängern dieser rechtsradikalen Partei. 1923 war Höss an der Ermordung eines angeblichen Spitzels einer nationalistischen Gruppierung beteiligt und wurde im Zuge dessen zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Rahmen einer allgemeinen Amnestie wurde er bereits nach 5 Jahren entlassen und war danach als Führungsperson in diversen Nazi-Bünden aktiv. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 trat Rudolf Höss offiziell in die SS ein. Zu der Zeit besaß Höss bereits regen Kontakt zu Heinrich Himmler, welcher ihn 1934 dazu bewegte, der SS-Division Totenkopf beizutreten. Die Totenkopfverbände waren eine Spezialeinheit der SS, deren primärer Zweck die Beseitigung politischer Gegner, der Ausbeutung von Juden und anderen nicht akzeptierten Minderheiten sowie später der Internierung von Kriegsgefangenen war. Die Einheit galt als äußerst brutal und skrupellos und unterschieden sich äußerlich durch einen silbernen Totenkopf auf dem rechten Kragenspiegel von den anderen SS-Truppen. Rudolf Höss wurde ab Dezember 1934 als Aufseher im Konzentrationslager Dachau eingesetzt, in welchen er sich einen Namen machte und mehrere Male befördert wurde. 1938 wurde er ins Konzentrationslager Sachsenhausen versetzt und übernahm die Führung des dortigen Schutzlagers. Höss war in Sachsenhausen für die Hinrichtung von Gefangenen verantwortlich und erschoss unter anderem zahlreiche Zeugen Jehovas. Schon zu dieser Zeit war Höss für heimtückische Verbrechen verantwortlich. Beispielsweise ordnete er an einem eisigen Wintertag an, dass alle Häftlinge ohne zugewiesenen Job im Freien ausharren müssen. Die Inhaftierten hatten dabei nur ihre spärliche Häftlingskleidung an und erfroren innerhalb kürzester Zeit. Mehr als 130 Menschen starben. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg und innerhalb kürzester Zeit wurde das Land vollständig erobert. Anfang 1940 erteilte Heinrich Himmler die Weisung, in den besetzten Ostgebieten einen geeigneten Standort für ein Konzentrationslager zu finden, wofür eine Untersuchung unter der Leitung von Rudolf Höss gestartet wurde. Höss empfahl Himmler, das Lager in Gebäuden einer ehemals polnischen Kaserne in Auschwitz zu errichten. Und der Reichsführer SS ordnete Ende April offiziell den Bau des berüchtigten Konzentrationslagers Auschwitz an. Höss wurde zum Lagerkommandanten von Auschwitz bestimmt. Eine Rolle, die er mehr als 4 Jahre lang innehaben sollte. Das später sehr große Konzentrationslager Auschwitz startete mit der Errichtung des Stammlagers, auch Auschwitz I genannt, an. Das Stammlager Auschwitz wurde im Gegensatz zum KZ Auschwitz-Birkenau nicht als Vernichtungslager, sondern als Arbeitslager eingesetzt, in dem die Häftlinge unter den unwürdigsten Bedingungen Zwangsarbeit verrichten mussten. Im Stammlager sind schätzungsweise 70.000 Menschen durch die schlechten Lebensbedingungen oder der Misshandlung des Lagerpersonals ums Leben gekommen, wobei das Gelände auch als Hinrichtungsstätte von politischen Gegnern genutzt wurde.
Im Juni 1941 wurde Rudolf Höss nach Berlin beordert und von Himmler in Kenntnis gesetzt, dass Adolf Hitler die Endlösung der Juden befohlen hatte. Das KZ Auschwitz sollte als zentraler Ort dieser Massentötungen dienen, wobei Höss genauere Unterweisungen von Adolf Eichmann bekam. Als einer der Hauptorganisatoren des Holocausts kannte Eichmann die Anzahl der zu erwartenden Transporte und teilte diese an Höss, wobei er zusätzlich klarstellte, dass für die Ermordung nur Gas in Frage kommen würde. Die nächsten Monate experimentierten Höss und seine Untergebenen mit verschiedenen Vergasungsmethoden, welche an ahnungslosen Häftlingen durchgeführt wurden. Dabei stellte sich Zyklon B als besonders wirksam heraus, welches eigentlich primär als Pestizid zur Entlausung eingesetzt wurde. Höss sagte später im Prozess aus, dass ihm die Wirksamkeit von Zyklon B davon überzeugt hatte, dass die Massenhinrichtungen nun beginnen konnten. Im Oktober 1941 begann der Bau des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und damit die systematische Durchführung des Holocausts. Die meisten Häftlinge kamen mit dem Zug in Auschwitz-Birkenau an und wurden über eine Entladerampe ins Lager getrieben. Dort wurde eine Selektion durchgeführt, bei der nicht arbeitsfähige Menschen aussortiert und zur Ermordung in die Gaskammern geführt wurden. Meist handelte es sich dabei um Kinder, Frauen, alte Personen oder kranke Personen. Familienmitglieder wurden brutal voneinander getrennt. Mütter wurden ihre Kinder genommen und es fehlte jegliche Form der Menschlichkeit. Teilweise wurden auch ganze Transporte ohne Selektion direkt in die Gaskammern geschickt. Schätzungsweise 900.000 Menschen wurden direkt nach ihrer Ankunft ermordet und in den angrenzenden Krematorien verbrannt. Die Personen, die nicht sofort vergast wurden, mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen harte Arbeit verrichten und tagtäglich mit willkürlicher Folter oder sogar ihrer Ermordung rechnen. Häftlinge wurden schon bei kleinsten Vergehen von den Aufsehern getötet, teilweise auch aus einer reinen Laune heraus. In Auschwitz wurden grausame Menschenversuche durchgeführt, beispielsweise von Josef Mengele, welcher unter anderem Experimente an Zwillingen, Kleinwüchsigen und Zigeunern durchführte. Es wurden verschiedene grausame Methoden der Massensterilisation erprobt, mit denen später Millionen Menschen unfruchtbar gemacht werden sollten. Als Lagerkommandant hatte Rudolf Höss die Kontrolle über die Tötungsmaschine namens Auschwitz. Zeugen bezeichneten ihn als ruhigen, eiskalten Technokraten, dem es einzig und allein darum ging, das Soll an getöteten Menschen zu erfüllen. Im November 1943 wurde Höss nach Berlin berufen und verlor damit zeitweise seinen Posten als Lagerkommandant. Es wird darüber spekuliert, dass dies aufgrund einer Affäre passiert ist, die Höss 1942 mit einer weiblichen Gefangenen begonnen hatte. Die Frau wurde schwanger und daraufhin zu einer Abtreibung gezwungen. Von Seiten der SS wurde daraufhin eine Anklage vorbereitet. Diese wurde aber kurz danach fallen gelassen. Im Mai 1944 kehrte Höss nach Auschwitz zurück und übernahm erneut das Kommando über das Lager. Zu der Zeit leitete er die nach ihm benannte Operation Höss, bei der innerhalb von 56 Tagen 430.000 ungarische Juden ermordet wurden. Aufgrund von politischen Spannungen wurde Ungarn im März 1944 vom Deutschen Reich annektiert und die dort lebenden Juden im bisher nie dagewesenen Ausmaß in Vernichtungslager deportiert. Die Anzahl der ankommenden Menschen konnte selbst in Auschwitz nicht bewältigt werden und die Kapazität der Gaskammern und Krematorien kam damit an ihre Grenzen. Es wurden Massenerschießungen durchgeführt, bei denen die Juden zu Verbrennungsgruben geführt und dort ermordet und direkt verbrannt wurden. Ende 1944 rückte die Rote Armee immer weiter Richtung Auschwitz vor und das KZ wurde schrittweise geräumt. Höss verließ am 6. November das Lager und kam ins KZ Ravensbrück, wo er die Leitung über die im Januar 1945 errichtete Gaskammer übernahm. In den letzten Kriegswochen war er für die Vergasung von 2500 weiblichen Häftlingen verantwortlich. Nach dem Krieg konnte sich Rudolf Höss erfolgreich eine falsche Identität als Marinesoldat verschaffen und wurde in seiner kurzen Kriegsgefangenschaft nicht erkannt. Er tauchte danach als landwirtschaftliche Hilfskraft in der Umgebung von Flensburg unter und konnte sich mehr als ein Jahr lang seiner Festnahme entziehen.
Rudolf Höss wurde von Ermittlern des War Crime Investigation Teams aufgespürt und am 11. März 1946 verhaftet. Bei der Festnahme gab sich Höss als Gärtner namens Franz Lang aus, konnte aber aufgrund seines Eherings identifiziert werden. Er tätigte in den folgenden Wochen mehrere Zeugenaussagen in den zu der Zeit stattfindenden Nürnberger Prozessen und wurde anschließend am 25. Mai an Polen ausgeliefert. Am 11. März 1947 wurde Höss in Warschau der Prozess gemacht. Der ehemalige Lagerkommandant machte detaillierte Ausführungen über die in Auschwitz begangenen Verbrechen und beschrieb vollkommen emotionslos die systematische Vergasung der Häftlinge. Höss hatte keine ethischen Bedenken gegen die Judenvernichtung und hatte nie damit gerechnet, dafür jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden. Laut psychologischen Gutachten war Rudolf Höss kein Sadist, sondern ein absolut gefühlsloser Mensch, der ohne zu hinterfragen die befohlene Massentötung durchgeführt hat. Er verstand bis zum Schluss nicht, warum er zur Rechenschaft gezogen wurde, da er nur Befehle ausgeführt hatte. Rudolf Höss wurde am 2. April 1947 zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung fand am 16. April auf dem Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz statt. Noch heute steht der Galgen auf der Gedenkstätte und erinnert an einen der größten Verbrecher des Nationalsozialismus.